Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir sind hier unterwegs mit einem Berserker-Typen. Oh. Warum muss ich jetzt die Waffe ziehen? Da will man sich einmal umschauen. Und schon gibt's auf mal aufs Maul, ne? Eine Suppe. Wartet mal ganz kurz. Ich brauche mal so einen Magnesium-Dings. Wo kriege ich das Herz eigentlich? Geschoss? Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Oder, also das war Sonstiges. Materialien. Werkzeug. Ach, hier. Wieder auf Y drücken und dann kann man sie... Wo tut man die Fackel hin? Ich würde sagen, dahin. Auf 0. Ja. Ja, schon viel besser. La 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 la. Was haben wir hier? Ach so, wieder ein Schlafsackerl. Was, das nutze ich gleich. Bis zum nächsten Morgenpennen. Ressourcen sparen am Anfang ist wichtig, wichtig, wichtig. Ich will die wieder mitnehmen. Danke. Da ist nichts. Kleiner Mana-Trank. Mehr nicht. Ma, ey. Dein Ernst jetzt. Naja, was geht's, wie geht's hier raus? Aha. Okay, scheint nichts Weltbewegendes zu sein. Gehen wir halt wieder zu unserem Freund zurück. Was haben wir hier noch? Ein Tietrich, den nehmen wir gern mit. So, das Fenster ist zu, das ist sehr gut. Was ich mir auch wünschen würde, ist, dass man vielleicht eventuell auch ein eigenes Haus bauen dürften oder einrichten dürften. Boah, das wäre echt cool. So. Eine Brause ist, fällt unter Nahrung, fürchterlich süß und klebrig. Aber der Zucker bringt einen ganz weit nach vorn. Und kleiner Energiespeicher. Nehmen wir gerne alles mit. Auch meine Magnesiumfackel, die sie hier oben nichts bringen tut, aber nehmen wir trotzdem mit. Metallschrott. Ich hoffe echt, dass wir nicht überladen werden. Ich mag das Überladensein gar nicht. Was haben wir hier? Noch einen Kleriker. Da haben wir schon 3 von 5 Waffen. Und ich habe keine Ahnung, wo unser Freund hingelatscht ist. Warte, da ist noch ein kleiner Heiltrank. Wir müssen alles mitnehmen, was wir kriegen können. Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Mhm. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Ach so. Mhm. Erledige, was du hier machen willst und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Jawohl. Dann plündern wir mal, weil die haben wieder köstliches Fleisch. Im Regelfall. Oder auch Metallschrott. Was, der eine hat gar nichts? Puh. Übel. Kann man da was machen? Man kann nur raufklettern. Okay, war langsam. Nicht, dass ich noch runterfallen und das Genick breche. Dann würde es mich schon reizen, hier rüber zu klubschen. Das heißt, wir speichern wieder mal. So, der vierte, jawohl. So, es ist so spannend. Lalala. Es ist so schön. Aha. Mhm. Kommen wir wieder runter, okay. Ich wollte eigentlich nur schauen, was es gibt, ne? Aber ganz ehrlich, diese Mana, Mana sage ich schon, Entschuldigung, diese Magnesiumfackel hält gar nicht mal so schlecht, finde ich jetzt. Dam, dam, dam. Okay. Ich wollte nur kurz mal schauen, ne? Kommen wir hier eigentlich hoch? Tatsächlich. Oh mein Gott. Da komme ich rüber? Echt jetzt? Oder auch so. Yep. So kann es auch gehen. Komm ich jetzt halt wieder raus? Jawohl, mit Jetpack, natürlich. Warum nutze ich das halt eigentlich? Voll vergessen, ne?
Erst freue ich mich, dass ich es habe und dann, wenn ich es brauchen könnte, nutze ich es natürlich. Achso, die Energie reicht nicht. Okay, warte mal kurz ein Stück. Ich bin noch... Ja. Ich muss mich noch an, das Gerät am Arsch da hier gewöhnen, ne? Hui! Na bitte, geht das schon viel einfacher. Kann ich hier hoch? Normal schon, ne? So. Hui! Na, nicht runterfallen. Okay, das Gefühl muss ich noch dazu kriegen. Zum Abschätzen. Hui! So, sehr gut. Dann schauen wir mal. Aha, eine ich verschlossene. Bin nicht gut genug. Na. Wir brauchen noch eine Fähigkeit. Okay, ein Goldbrocken. Und 4 Häuser. Teil 2. Hm, da hängt noch etwas dran. Aha. Was ist denn das? Oh, ich habe vergessen zu lesen. Fällt mir auch gerade auf. Wo waren das drinnen mit dem Lesen? War das hier? Genau. Missionsbericht wollten wir auch lesen. 16.05.160, Aufbruch nach Ethan. Wir haben den Auftrag erhalten, den Glauben in das Land zu tragen und sollten dafür bis in die Wildnis vordringen. 25.05.160, unsere Reise war beschwerlich und lang, aber wir haben die Waldgrenzen passiert. Die Wälder bergen viele merkwürdige Monster. Wir sind ihnen nach Möglichkeit aus dem Weg gegangen. Ja, wie der Anfang halt so ist, ne? 27.05.160. Wir sind auf einige der Waldmenschen gestoßen, aber sie wollten nichts von unseren Lehren hören. Sie drohten uns nur und jagten uns davon. Um die Moral meiner Brüder zu stärken, hielten wir heute Abend ein besonders langes Gebet. Kalan möge unser Flehen hören. 29.05.160. Wir haben uns in einer Ruine niedergelassen. Bis jetzt konnten wir niemanden erfolgreich Galans Ideale näher bringen. Schade. 4 Häuser, Teil 2. Dieses Tatapad enthüllt einen von mehreren Hinweisen auf einen verschlüsselten Code. Das Weiße Haus steht erst einen Sommer. So. Aha. Diese Propaganda. Ein Magazin mit Propagandamaterial der Kleriker. Aha. Und verwittertes Bild. Ein Hinweis auf einen bestimmten Ort. Aha. Oh yeah. Eine Schatzkarte sozusagen. Vielleicht. Du heiliges Kanonenrohr, wir haben hier zu tun. Viele Zigaretten, nur her damit. Das wird uns gutes Geld bringen. Also dieser Mana-Trank hat ein bisschen ausgeschaut wie Nagellack. Ein guter Becher, nehmen wir gerne mit. So, die Kiste, wie gesagt, geht noch nicht. Kann ich mir auf Karten auch Hinweise markieren? Keine Ahnung. Habe ich da schon was? Waffe eines Klerikers. No, hatte ich noch nicht. Muss ich mitnehmen, hätte ich fast vergessen. Super. Bravo, Zocki. So, mein Freund, weiter geht's. Vielleicht finden wir noch einen. Außer hat keinen Bock mehr. Was war das? Ein Geldbündel? Wo war der? Aha. Ein Radio. Den machen wir vielleicht lieber aus. Nicht, dass uns noch irgendwelche Viecher hören. Yeah. Ein Gebetsbuch. Gebetsbuch, wollte ich sagen. Und eine Zigarettenstange sogar. Ja, die ist hier was wert. Und eine Anleitung. Blaupausen. Aha. Yay. Okay. Da haben wir wieder einiges zum Anschauen. Boah, das ist ja echt vielseitig hier. Ich liebe es. Geldbündel. Eine Währung vergangener Tage. Bei Sammlern sehr begehrt. Und für gutes Elixit zu verkaufen. Interessant.
Sammler sind allgegenwärtig, ne? Ein Goldbrocken, interessant für Handwerker. Dann beim Essen haben wir, glaube ich, auch irgendwas Neues. Eine Brause, genau. Hatten wir auch schon. Dann hier den Mana-Trank. Füllt die magische Energie wieder auf. Braucht man dafür den Berserker. Mana-Trank, echt. Also Berserker ist dann echt was Interessantes für uns, ne? Nachdem ich wirklich den Pfad eines Magiers einschlagen möchte. Gebetsbuch eines Klerikers. Preisung Kalans. Reinheit ist dein oberstes Gebot. Das erinnert mich jetzt irgendwie ein bisschen an die Sektenspinner, beziehungsweise an Fallout, diese Atomkinder, ne? Kinder des Atoms. Deine Botschaft verbreiten wir im ganzen Land. Bekehren die Ungläubigen in deinem großen Namen. Kalan, wir folgen deinem Weg bis zum Tag der Rettung. Na, gute Nacht. So, mein Freund. Wie geht's weiter? Ich habe das hier bei den toten Klerikern gefunden. Ja? Ich habe das hier bei den toten Klerikern gefunden. Aus der Nähe betrachtet wirken diese Waffen weniger furchteinflößend, als man glauben mag. Trotzdem sollte man sie mit Respekt behandeln. Meiner Meinung nach gehören sie aus dem Verkehr gezogen. Glücklicherweise ist Goliath genau der richtige Ort dafür. Okay. Habt ihr öfter Kleriker in Edhan? Ignadon, die tödliche Felsenlandschaft weit im Osten scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Aha. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Sehr viel weiß ich darüber allerdings nicht. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst. Folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xakor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Okay, warte mal kurz, Kumpel. Da habe ich ein Lagerfeuer entdeckt. Wir werden gleich mal unser Fleisch braten. Ich bitte drum. Passt. Schlafen gehen. Mag ich jetzt nicht. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Fertig? Jo. Kann weitergehen, mein Freund. Ah. Boah, das ist aber schnell gegangen jetzt. Ja, aber irgendwie schauen die Viecher cool aus. Ein bisschen wie ein Krampus. Auf vier Beinen. Also los. Ist ja bald wieder Krampus-Zeit, ne? Ein Monat. Ein bisschen mehr als ein Monat noch. So, meine Energie ist natürlich wieder mal am Arsch. Kann es weitergehen? Ja. Nicht vorhanden. Das ist echt praktisch, wenn man einen Freund hat. Aber wir müssen dann nicht schauen, dass wir unseren Freund da finden, ne? Diesen Roboter. Oh, ein kleiner Beißer. Pfosten. Irgendwie ist der weggelaufen. Alter. Au. Ich wollte eigentlich ausweichen. Hat aber nicht so gut hingehauen. Au. Aha, okay, das hat gar nicht schlecht hingehauen. Also irgendwie ist unser Begleiter nicht so beschützend. Jawohl, jetzt. Ich muss halt ganz nah bei ihm sein, dann klappt das schon. Ich muss, glaube ich, jetzt echt einmal was saufen. Das ist ein bisschen, ja, Prost. Auf euer Wohl, meine Lieben. So, ja, jetzt geht's mir gleich besser. Ah. Hä? Wer ist denn das da drüben? Ein Köcher. Yeah.
Einfacher Holzpfeil. Geilo. Kann's weitergehen? Gleich, ich muss mich hier ein bisschen umschauen. Aha. Oh, es geht, glaube ich. Magnesiumfackel. Okay, es geht doch nicht. So, ist schon besser. Ein Krug. Rubis Aufzeichnung. Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Würden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen. Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hey, ihr dummen Trottel. Bewegt eure Arsch und macht sie platt. Wofür seid ihr sonst hier? Ich sammle inzwischen den ganzen Dings ein, ne? Krempel hier. Aha. Okay. Nehmen wir alles mit. Selbstverfreilich. Schnaps. Ist was... Was ist, was gar ist? Trink, was klar ist, red, was wahr ist. Ja. Es heißt immer, Betrunkene sagen immer die Wahrheit, ne? Lalala. Weil die Hemmungen dann fehlen oder so, ne? Ja. Oh. Ruby. Oh, weia. Okay, wir haben da scheinbar was gefunden. Ich will gleich wieder speichern. Ich glaube hier, ne? So. Dann probieren wir mal unser Glück. Kranke Festratte, jawohl. Und zack. Und ausweichen. Und ausweichen. Oder auch nicht. Du darfst ruhig schlagen. Boah, das mit der Energie ist echt schlimm. Jawohl. Aber dafür ist das Viech leicht zu besiegen. So. Ein Outlaw. Moment. Aha, Elektroschrott. Kleiner weißer Stein. Super, hat sich schon voll rentiert, hier reinzuschauen. Was haben wir hier noch? Metallschrott. Elektroschrott. Noch ein Outlaw. Hier haben wir noch einen. Du, das ist gar nicht mal so wenig, muss ich ganz ehrlich sagen hier. Noch ein Metallschrott. Super. Klebeband. Noch mehr Metallschrott. Ich muss sagen, das hat sich gerade voll gelohnt. Aber das Wasser ist halt wieder blöd, ne? Also ich tue wieder speichern. So. Sehr, sehr gut. Hoppala. Ich wollte mich hier nämlich ein bisschen umschauen. Weil meistens liegen hier in solchen Ecken Sachen. Ruck. Vielleicht aber auch hier. Oder auch nicht. Wir scheinen derweil alles Nötige gefunden zu haben. Mächtige Heilpflanze, die nehmen wir natürlich auch gern mit. Na gut, dann gehen wir zurück zu unserem Freund, ne? Hier die Kiste oder diese Schublade, was da war, die hatte auch nichts für uns. Passt. Dann gehen wir wieder weg. Sehr, sehr gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Halt, ein Besen. Den habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ich muss echt sagen, das ist nicht schlecht. Halt, da ist noch ein Klebeband. So. Ist da drüben noch was für uns? Ich glaube fast nicht. Reinhüpfen können wir nicht. Jawohl, da können wir rein. Nehmen wir auch mit. Ist das ein Krug zu mitnehmen? Nein. Schlafsack brauchen wir derweil nicht unbedingt. Passt. Ich glaube, jetzt haben wir da auch alles. Fertig. Supi. Jetzt können wir unserem Freund weiter folgen. Aber erst im nächsten Part. Ihr Lieben,
Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!